Das KZ-Lager Stutthof bestand vom 2. September 1939 bis zum 9. Mai 1945. Im Lager wurden 110.000 Menschen inhaftiert. Sie stammten aus 25 Ländern und vertraten 27 Nationalitäten. In Stutthof kamen 65.000 Menschen ums Leben. Danzig, September 1939. Die Deutschen begrüßen Hitler. Der Anlass ist ein außerordentlicher. Der Führer hat soeben den Zweiten Weltkrieg begonnen. Die Deutschen wollen die Welt regieren. Sie werden diesen Plan unter anderem in Konzentrationslagern verwirklichen. Konzentrationslager Stutthof. Am 1. September begann der militärische Angriff auf Polen, eine Etappe der NS-Eroberungen und Verbrechen. Danzig und Pomerellen wurden ins Reich eingegliedert. Für Polen war hier kein Platz mehr. Sofort wurde mit Inhaftierungen und Hinrichtungen begonnen. Doch diese von Fall zu Fall vorgenommenen Hinrichtungen konnten das Problem nicht lösen. Der Nazismus sah die Extermination von Gegnern und ganzen Völkern vor, die als minderwertig anerkannt wurden. Und das hieß, Völkermord zu organisieren. Für Tausende in Pomerellen verhaftete Polen wurde ein Lager geschaffen. Es entstand in der Nähe des Dorfes Stutthof. Der Standort wurde sorgfältig gewählt, in der Nähe von Danzig, im Wald, an der Ostsee, an einem Ort, der von der Weichsel und vom Frischen Haff sowie von der Nogat begrenzt war. Die ersten 150 Polen wurden in Stutthof am 2. September 1939 eingeliefert und in Zelten einquartiert. Die Häftlinge rodeten den Wald und bauten das Stammlager auf. Für sich haben sie Holzbaracken errichtet. Sie waren nicht winterfest, ohne Ausstattung, Heizung und Installationen. Die Zahl der Häftlinge stieg immerfort. Nach Stutthof kamen die aktivsten Vertreter der polnischen Bevölkerung in Pomerellen. Entgegen den internationalen Abkommen wurden auch polnische Soldaten ins Lager eingeliefert. Am 17. September kam der erste Judentransport ins Lager. Die erste Etappe, der Bau des sogenannten Alten Lagers, dauerte den ganzen Herbst und Winter. Das Lager entstand entlang der Eisenbahnlinie und der Landstraße Danzig-Königsberg. Es bestand aus mehreren Dutzend Objekten. Die Häftlingsbaracken wurden mit Stacheldraht abgetrennt. In anderen Bauten waren die deutsche Mannschaft, die Kommandantur, die Küche, die Lager- und Wirtschaftsräume untergebracht. Das Tor zum Lager, genannt Tor des Todes.
Menschenrechte blieben außen vor. Hier diente alles Haftbedingungen, Arbeit, Repressalien, der Auszehrung der Häftlinge in psychischer und körperlicher Hinsicht, der Auszehrung bis zum Tod. Die Häftlinge schliefen auf Strohlagern, die von Exkrementen verfault und voller Ungeziefer waren. Wegen Überfüllung wurde im Schichtsystem geschlafen. Ein Teil der Häftlinge lag und ein Teil saß. Die Haftbedingungen waren tragisch, selbst nach der Einrichtung von Pritschen. In der Baracke entfielen bis zu 1200 Häftlinge auf 300 Pritschen. Das Essen war knapp und von schlechtester Art. Eine Schüssel wässriger Suppe aus faulem Gemüse zum Mittagessen, ein Stück Brot am Morgen und am Abend. Insgesamt ca. 1300 Kalorien, knapp ein Drittel dessen, was ein arbeitender Mensch zum Überleben braucht. Der Hunger erniedrigte und degenerierte die Menschen. Die Häftlinge aßen Abfälle, Unkraut, ja selbst Tierfutter. Für eine Portion Essen wurde gemordet. Es gab Kannibalismus. Der Hunger tötete. Einige Monate chronischer Unterernährung zehrten an den letzten Reserven des Organismus. Krankheit, ein nächster Tag schwerer Arbeit, einige Hiebe des SS-Mannes genügten, um zu sterben. Die Leiche einer 34-jährigen Frau wurde gewogen. Sie war 158 cm groß und wog 19 Kilogramm. So ausgezehrte Menschen mussten sterben. Wegen Unterernährung, Kälte, Krankheiten, Wunden durch Misshandlungen, Arbeitsunfälle bedurften praktisch alle Häftlinge ärztliche Behandlung. Doch im Krankenrevier fehlten Arzneimittel, Verbandszeug und medizinisches Gerät. Als Typhus ausgebrochen war, wurden die Kranken in isolierte Baracken eingesperrt. Dort starben sie, zu zweit, zu dritt, auf den Pritschen liegend, im eigenen Kot. Das Krankenrevier diente kaum der Behandlung, sondern schützte vor der mörderischen Arbeit. Aber der Aufenthalt hier war keineswegs sicher. SS-Leute und Pfleger töteten die Kranken mit Injektionen aus Phenol, erhängten oder ertranken sie in Badestuben. Die Häftlinge mussten arbeiten, über 10 Stunden am Tag, sowohl Männer als auch Frauen. Die Art der Arbeit entschied über Leben und Tod. Zuweisung im Winter für Waldarbeiten bedeutete ein Todesurteil. Die Häftlinge arbeiteten trotz Frost in dünnen Anzügen und Holzschuhen. Schwere Baumstämme mussten sie mit eigenen Händen transportieren. Sie wurden angetrieben und geschlagen. Das Waldkommando kehrte täglich mit Toten zurück. Die Arbeit der Häftlinge brachte Nutzen und füllte den Mangel an Arbeitskräften aus, den das Dritte Reich immer stärker verspürte. Deswegen hat man in Stutthof den Produktionsteil ausgebaut und Außenlager gebildet. Auf dem gesamten Gebiet des Reichsgaus Danzig-Westpreußen gab es über 30 davon. Der dringende Bedarf an Arbeitskraft bewirkte, dass die Lagerbedingungen gegen Kriegsende etwas verbessert wurden. Die Arbeit der Häftlinge war jetzt wichtiger als ihr schneller Tod. Natürlich resultierten Veränderungen der Lagerbedingungen nicht aus lokalen Entscheidungen.
Stutthof wurde ins Netz der staatlichen Konzentrationslager erst nach der Inspektion von SS-Reichsführer Himmler im November 1941 eingefügt. Aber das Lager war von Anfang an Teil des narzisstischen Repressionssystems. Die SS-Männer von der Stutthof-Mannschaft haben früher oder später in anderen Lagern gedient. Und überall gingen sie ähnlich vor. Sie dienten dem Reich, eliminierten seine Gegner. Und die Zahl der Gegner stieg. Deswegen wuchs auch das Lager. Es konnte über 50.000 Häftlinge fassen. 1943 wurde das sogenannte neue Lager errichtet, das aus 30 Baracken bestand. Daneben wurden Baracken für jüdische Häftlinge herausgetrennt. Auf dem weitläufigen Gelände, das 120 Hektar umfasste, entstand der Wirtschafts- und Produktionsteil. In einiger Entfernung vom Stammlager wurde das sogenannte Germanenlager und das Speziallager gebaut. Dort wurden unter anderem Skandinavier und Teilnehmer der Verschwörung gegen Hitler gefangen gehalten. Die Zahl der Häftlinge wuchs. Sie stammten aus vielen Ländern. Ihre Arbeit hatte immer größere Bedeutung, aber sie wurden immer wieder misshandelt und ermordet. Wegen eines Fluchtversuchs wurden Häftlinge erhängt. So ein Schicksal widerfuhr zwei Brüdern, minderjährigen Russen. Während der Appelle wurden Häftlinge wegen verschiedener Vergehen grausam ausgepeitscht. 25, 50 Hiebe konnte man überleben. Mehr bedeuteten den Tod. Geschlagen und gemordet haben auch Funktionshäftlinge. Um eine Schüssel Suppe, um einen goldenen Zahn zu erbeuten, um sich bei den SS-Männern beliebt zu machen, schließlich aus purem Sadismus. Das Schicksal der Juden war am tragischsten. Für sie war Stutthof, als die Deutschen die Vernichtung des ganzen jüdischen Volkes beschlossen hatten, ein Vernichtungslager. Im August 1944 wurde mit Massenexekutionen begonnen. In die Gaskammer wurden 50 Personen getrieben. Die Tür wurde verriegelt und Gas Zyklon B hineingeworfen. So wurden Tausende von Juden, vor allem Frauen, aus vielen Ländern Europas vergast. Die Leichen der Ermordeten wurden im Krematorium eingeäschert. Aber drei Krematorienöfen haben manchmal nicht ausgereicht. So wurden Leichen gestapelt, bis zu 1000 auf einmal, mit Heizöl begossen und angezündet. Das war der letzte Dienst für sie in Stutthof. Im Februar 1945 rückte die Front immer näher und man ordnete die Evakuierung des Lagers an.
Auf Waldwegen, im Schnee und bei Frost wurden Kolonnen von ausgemergelten Menschen getrieben. Die Schwachen hat man auf der Stelle erschossen. Der Todesmarsch dauerte viele Tage und forderte 11.000 Opfer. Ein Teil der Häftlinge wurde auf dem Seewege ausgefahren. Auf der eisigen Ostsee, ohne warme Kleidung und Ernährung, in den Laderäumen der Schiffe eingepfercht, fuhren die Häftlinge tagelang ihrem Schicksal entgegen. Alle Opfer konnten nicht gezählt werden, aber man schätzt, dass bei der Evakuation Stutthofs und der Außenlager ca. 30.000 Häftlinge umgekommen sind. Am 9. Mai sind sowjetische Soldaten in Stutthof eingerückt. Sie haben einige hundert Häftlinge befreit, die noch im Lager waren. Die Russen gründeten eine Kommission, die die Berichte der Häftlinge sammelte, sowie Dokumente und Beweismaterial über die NS-Verbrechen sicherstellte. Der dabei aufgezeichnete Film zeigt Stutthof unmittelbar nach der Befreiung. Nach Kriegsende konnten die NS-Verbrecher geahndet werden. In mehreren Prozessen wurden einige Mannschaftsmitglieder und Funktionshäftlinge des KZ Stutthof verurteilt. Die zwei größten Prozesse, die in Danzig 1946 und 1947 geführt wurden, endeten mit über 10 Todesurteilen. Verurteilt wurde nur ein kleiner Teil derer, für die in Stutthof begangenen Verbrechen verantwortlich gemacht werden sollten. Die Mannschaft von Stutthof bestand aus über 2000 Personen. Nach dem Krieg wurden knapp über 100 Personen verurteilt. Gefällt und vollstreckt wurden 16 Todesurteile. Erhaltung und Pflege der ehemaligen Vernichtungsstätte. Nach dem Krieg begann man, Beweise der in Stutthof begangenen Verbrechen zu sammeln.
wurden Leichen exhumiert, man sammelte Unterlagen und Berichte der Häftlinge. Das Lager wurde von Familienangehörigen der Opfer und ehemaligen Häftlingen besucht. Man gedachte der Verstorbenen und Ermordeten. Schon 1949 wurde das Lager Stutthof ins Denkmalsregister eingetragen, ohne ihm dabei einen entsprechenden Schutz zu gewähren. Die Baracken zerfielen, das Gelände überwuchs mit Gras. Es stand übrigens nicht fest, in welcher Form der Ort des Martyriums erhalten werden sollte. In den 50er Jahren wurde im Lager mit Ordnungs- und Sicherungsarbeiten begonnen. Ohne Dokumentation, nur in Anlehnung an Hinweise der ehemaligen Häftlinge, wurde das Krematorium wieder aufgebaut, wurden Sicherungsarbeiten im alten Lager durchgeführt. Die Konzeption der Umwandlung des ehemaligen Lagers in ein Museum entstand. ...1962 wurde das Museum Stutthof in Stutovo gegründet. Seit der Zeit hat man allmählich das Gelände geordnet und die Bauten renoviert. Es wurden die Aufgaben des Museums definiert und diese waren: Erhaltung und Konservierung der Lagerbauten, Gedenken der Opfer, Dokumentation, Bearbeitung und Verbreitung des Wissens über Stutthof. Das Museum hat einen Teil des Lagers mit der Fläche von 20 Hektar für Musealzwecke erschlossen. Erhalten sind die gemauerten Objekte und vier Holzbaracken des alten Lagers, in denen die Dauerausstellung untergebracht ist. Die abgerissenen Baracken wurden im Gelände kenntlich gemacht. Errichtet wurden ein Mahnmal für die Häftlinge und symbolische Postumente im neuen Lager. Die Lagerobjekte, ihre Umgebung, die Ausstellungsstücke sind Dokumente der Geschichte. Sie sollen authentisch sein, deswegen wurden sie unter Denkmalschutz gestellt. Das Kommandanturgebäude. Es hat sich nicht verändert, bis auf die notwendigen Renovierungen. Selbst im Inneren, das für Büro- und Musealwerkstattzwecke ausgebaut wurde, hat man die Raumteilungen und Ausstattungselemente beibehalten. Im Originalzustand beließ man die Nachbarbauten. Das Tor des Todes, wieder aufgebaut in den 50er Jahren. Seit der Zeit wird es gemäß den Konservierungsgrundsätzen erhalten. Die Baracken des alten Lagers. Sie waren hastig, ohne Fundamente errichtet worden und waren, trotz wiederholter Renovierungen, im schlechten baulichen Zustand. Sie wurden auseinandergenommen und auf neuen Fundamenten wiedererrichtet. Die zerstörten Teile wurden ausgetauscht. Sie haben die alte Form und über die Hälfte von Originalteilen. Die Gaskammer. In diesen Mauern wurden Tausende von Häftlingen ermordet. Dieser Ort des Grauens wurde nicht verändert. Selbst der Putz, der vom Zyklon verfärbt wurde, ist erhalten.
Langwierige Konservierungsarbeiten haben diesen Zeugen des Verbrechens festgehalten. Die Krematoriumsöfen, auch sie sind authentisch. Sie haben überdauert, obwohl die Deutschen den Bau in die Luft gesprengt haben. Zwei gemauerte, mit Koks befeuerte Öfen, die von einer Berliner Firma 1943 solide gebaut wurden. Der kleinere Eisenofen wurde mit Öl beheizt. In diesen drei Öfen wurden bis 150 Leichen täglich eingeäschert. Stacheldrahtzäune, das ganze Gelände wurde unterteilt. Man sieht, wie man sich bemühte, damit kein Häftling eigenwillig seinem Schicksal entgehen konnte, so wie es ihm von den Nazis zugewiesen wurde. Die erhaltenen Objekte sind Dokumente, die den nachfolgenden Generationen vergegenwärtigen, was ein Konzentrationslager war. Aber Stutthof ist auch ein großer Friedhof. Nur fehlen hier die Grabmale. Deshalb hat man die 65.000 Opfer mit einem Monument geehrt. Es entstand an der Stelle, wo die Krematoriumsasche entsorgt wurde. Ein Block des Monuments ist eine Wand von 48 Meter Länge. Der Schöpfer des Mahnmals, Viktor Tolkien, meißelte darin Inschriften und stellte das Martyrium der Häftlinge dar. Das Innere des Denkmals ist ein Reliquiar mit den Überresten der Eingeäscherten. Der zweite Block ist senkrecht. Er ist 11 Meter hoch. Es ist eine künstlerische Vision des Dramas, das sich im Vernichtungslager abspielte. Vor dem Mahnmal entstand ein weitläufiger Platz, genannt Forum der Nationen. Es ist der Ort der Gedenkfeier. Auf symbolische Art und Weise wurde auch der Scheiterhaufen kenntlich gemacht. Um die Stelle, die im Walde verborgen war, zu finden, musste das Kriminalamt der Polizei helfen. Es wurde ein Kreis aus Steinen gelegt und eine Gedenktafel angebracht. Durch die einfachsten Formen wurden auch Baracken des neuen Lagers abgelöst. Die Erhaltung von so vielen Objekten war nicht möglich. Dort, wo sie standen, auf dem leeren Lagerfeld, wurden nun 21 Wände errichtet. Sie sind mit den Nummern der ehemaligen Blockhäuser kenntlich gemacht. Auf ähnliche Art und Weise wurde auch das jüdische Lager erhalten.
eine andere, genauso einfache Form wurden Lager durchgeführt. Die nicht mehr vorhandenen Baracken wurden mit niedrigen Mauern kenntlich gemacht. Eine spezielle Gedenkform sind Religionssymbole. Sie erinnern daran, dass die einzige Schuld vieler Opfer ihre Religion war und der Glaube ihre letzte Hoffnung. Das Museum Stutthof ist gegründet worden, um Dokumente über das ehemalige Lager zu sammeln und aufzuarbeiten und das Wissen darüber zu verbreiten. Bis jetzt konnten ca. 300.000 Dokumente, die mit der Tätigkeit des Lagers verbunden sind, gesammelt werden. Dies erlaubte unter anderem, die Identität von fast 90% der Häftlinge festzustellen. Die Dokumente werden gesichert, katalogisiert und bearbeitet. Sie bilden die Basis für wissenschaftliche Forschungen und verschiedene Veröffentlichungen. Dokumente, Ausstellungsstücke und umfangreiches Wissen über das Lager sind die Grundlage der Ausstellung. Hier sind die Darstellungen der Lagerbedingungen am eindrucksvollsten, wobei auch authentische Gegenstände genutzt wurden. Sie zeigen, wie die Häftlinge schliefen, wie sie aßen, wo sie sich wuschen, wo sie behandelt und bestraft wurden. Solche Ausstellungen sprechen Emotionen und das Vorstellungsvermögen der Besucher an. Manchmal provozieren sie zur künstlerischen Betätigung. Die Ergebnisse vervollständigen die Lagerausstellung. Aber das Lagermuseum in Stutthof ist vor allem ein Ort, wo eine immerwährende Geschichtsstunde stattfindet. Eine sehr wichtige Stunde. Sie soll das Wissen und Denken über das Drama vermitteln, das eine ganze Generation erleiden musste. Sie soll auch bewirken, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wohin eine Ideologie, die auf Diskriminierung oder Konfrontation aufbaut, führen kann. Das Museum Stutthof in Stutowo wurde bis jetzt von über 8 Millionen Besuchern besichtigt. Die meisten waren Jugendliche aus Polen und vielen Ländern der Welt.